Hallo meine Wundervollen! Heute soll es wieder um Dreads gehen. Wie ihr am Titel des Videos sicherlich schon erkannt habt, geht es um Frisuren. Meine Dreads befinden sich ja immer noch im Babystadium und das bedeutet unter anderem auch, dass es gar nicht so leicht ist, Frisuren damit zu machen, weil die halt bockig sind und stur und lassen sich noch nicht so gut miteinander verknoten bzw. bleiben nicht zusammengeknotet. Deswegen ist natürlich Frisur Nummer 1 einfach offen tragen und das sieht, finde ich, am besten aus direkt nach der Haarwäsche. Und dann habe ich so ein kleines Helferlein und zwar ist das hier so ein Haarband. Das war mal der Rollkragen von einem Rollkragen, was auch immer. Und dann mache ich nach dem Duschen, mache ich es dann so, wie so eine Mütze. Und das drückt die dann so ein bisschen runter. Und wenn die so trocknen, dann liegen die halt richtig schön runter. Das kann man jetzt auch so ein bisschen sehen, wie schön die... Naja, so ganz so schön nicht. Hier stehen ja immer noch welche ab. Aber dann, wenn ich das direkt nach dem Duschen mache, liegen die halt richtig schön gerade und glatt runter. So gerade und glatt, wie Dreads eben liegen können. Und das ist auch schon meine zweite Frisur. Mein zweiter Haarstyle, den ich gerne trage. Nämlich mit diesem schwarzen Ding hier. Einfach so, einfach runter. Und gut ist. Dann habe ich dieses Haarband auch noch mal in dünner. Ein dickes, ein dünnes. Und das dünnere trage ich auch manchmal so. Einfach so. Einfach um die auch runterzudrücken, damit es halt so gerade liegt. Vielleicht auch so. Das trage ich ganz gerne. Für den Sport trage ich super gerne so einen Dutt und den mache ich folgendermaßen. Zuerst nehme ich in der Mitte alle Haare zusammen und mache mir hier oben einen kleineren Zopf. Dann wickele ich die Dreads zu einem kleinen Dutt um diesen kleinen Zopf und dann teile ich hinten die restlichen Haare in zwei dickere Strähnen auf und wickele einmal so rum und einmal so rum die Dreads um den kleinen Dutt herum. Und heraus kommt dieses Ergebnis, was hält, wackelt und hat Luft. Und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, das hält nicht, dann würde ich das jetzt noch hier mit drum machen. Und dann hält das auf jeden Fall. Den Dutt trage ich nur zum Sport, nicht zu Hause. Wenn ich einfach so zu Hause bin, dann mache ich mir einen ganz lockeren Zopf. Und das geht extrem gut mit diesen Telefonkabelhaarbändern. Ihr kennt die, oder? Und dann mache ich mir einfach so einen stinknormalen Zopf. Diese Telefonkabelhaarbänder kann ich wirklich sehr empfehlen, gerade für Baby-Dreads. Die ziehen nicht so am Kopf. Die machen den Zopf ganz entspannt. Und dann gibt es noch eine zweite Variante, die für die noch fauleren Tage, da mache ich dann so hier. Und dann habe ich einfach hier nur so ein... Ja, keine Ahnung, wie man das nennt. Das ist so quasi, ich bin zu Hause, kein interessiert, Palme. Eine Variante, wo ich gar keine Haargummis oder irgendwas für brauche, ist, wenn ich einfach hier zwei Strähnen nehme, die hinten miteinander verknote und dann das übrig gebliebene Haar auch nochmal in zwei teilen und um den ersten Knoten nochmal drumherum knoten. So, dann kann man die übrig gebliebenen hier so noch reinstecken. Das ist sehr bequem am Kopf zu tragen, das geht schnell. Das ist zum Beispiel für den Strand ganz gut, weil dann kann man sie auch schnell wieder aufmachen und es sieht so aus. Die letzte Frisur, die ich euch zeigen will, ist auch, da nimmt man auch wieder hier vorne ein paar Strähnen ab, aber nicht so viele, wie man halt möchte
und findet, dass es gut aussieht und macht auch wieder den Knoten. Und jetzt bleibt es aber dabei, es ist nur dieser Knoten und alle Haare, die jetzt hier so übrig sind, müssen hübsch hier mit reingeknotet werden. Und dazu würde ich jetzt auch wieder ein Hilfsband nehmen, und zwar dieses Telefonkabelteil, und das einfach hier so drum wickeln. Jetzt habt ihr einen kleinen Einblick bekommen von den Frisuren, die ich mit meinen Baby Dreads so mache, die ich so trage. Welche Frisur gefällt euch am besten? Welche Frisur steht mir vielleicht auch am besten? Schreibt es mir in die Kommentare. Das interessiert mich. Wie ihr sicherlich gesehen habt, habe ich jetzt überall in allen Haaren die Extensions drin. Und in dem nächsten Video, wenn es wieder um Dreads geht, wird es auch darum gehen, wie man die Extensions reinmacht, beziehungsweise wie ich die Extensions reingemacht habe. Ich habe da eine Methode, da fallen die nicht einfach so raus, sondern sie sind wirklich bombenfest mit den echten Haaren verwoben. Wenn euch das interessiert, kommt doch einfach zum nächsten Video wieder. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte an alle deine Freunde weiter. Gefiel es dir nicht, sag das bitte mir. Schreibe mir auf Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat oder eine E-Mail, um keine weiteren Videos zu verpassen. Abonniere diesen Kanal. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir Sonne im Herzen. Muah.